Na dann, willkommen, dritte Folge, Tag 9. Wir sind dabei. Hier, was haben wir mit dem Heiratsvermittler oder so ein Geschmarre hier? Habt ihr letzte Folge gesehen? Jetzt geht's weiter. Natürlich abonnieren, schnabulieren, liken, kommentieren und so weiter. Viel Spaß, Tag 9, Folge 3. Action Jackson. Ist gar nicht so weit weg hier, sehe ich. Ein paar Meter hier. Bin gerade auch noch fleißig nebenbei mit Chat am Quatschen. Sehr, sehr viele sind da. Beteiligen sich im Chat, quatschen mit mir. Sehr, sehr geil. Gefühlt Dual-Stream. Twitch und YouTube. Immer rein schon bei Twitch, bin ich da, sagt Hallo. Hab Bock. Je mehr Chat-Aktivität, desto mehr fühle ich, was ich mache. Je weniger, desto weniger fühle ich mich gut. Hm, so ein Ding ist das. Eine Nacht auf dem Dach und hallo Lungenentzündung. Ja, es ist ja, also, wie komme ich jetzt rein, Alter? Ach, hier vielleicht. Ach du Scheiße. Warum sind hier so viele? Und auch von denen hier, verstehe ich gar nicht. Achso, darf ich am Tag nicht herkommen, oder was? Komm, jetzt die scheiß Schattenjäger, oder wie? Nur wenn ich hier am Rand bin, oder was? Yo, 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 yo. Tester John, moin, was geht? Hey, schön, dass du da bist. Wie läuft's? Bin ja fleißig am Zocken, fleißig am Quatschen. Chat ist Highlight, super geil, gefällt mir. Ich hoffe, dir geht's gut, hast einen schönen Tag. Bremen 7 Grad, oh. Das ist mal eine Ansage hier. Also, ich muss hier hinkommen. Gefälschte Karten machen hier. Es scheint wieder wirklich wärmer zu werden, aber es muss doch im März und im April noch ein bisschen schneien, wa? So, jetzt laufen wir 2 Meter und dann tun uns bald die Schattenjäger holen. Aber eigentlich, komm mal da runter. Ist doch das Ding hier? Nee. 2 Meter und dann soll es hier sein. Eigentlich habe ich schon Angst, tagsüber hier zu sein. Wenn da ein Schattenjäger kommt, bin ich ja drüb. Könnte auch leise sein, aber... Oh, wow, 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 wow. Da sind... Uiuiui, sind eine Menge. Sind diese Roten? Sind diese Roten die Schattenjäger, oder? Ich bin so ein Depp, Alter. Also, du kannst dir das nicht vorstellen. Ja, ich glaube, die Roten sind Schattenjäger. Gebeinigt ist nachts. Ja, genau. Letzte Nachtschicht bei dir? Ich weiß, aber ich muss nur dieses Ding da holen hier. Ich muss nur diese scheiß Karte da holen. Ich glaube, die Roten sind die Schatten hier.
Naja, wozu haben wir denn Range-Sachen? Wozu haben wir das denn? Ich dachte, ich schaff's irgendwie ohne, aber hey, komm, mach mal einfach. Ich weiß, hier sind die Schattenjäger und es sind 1000 Zombies hier, aber ich muss halt diese einen Karten holen, das ist ganz wichtig. Hört sich an, wie diese Sachen explodieren. Es doof ist, wenn ich hier unten drunter bin, kann ich nicht schießen. Ich werde so zerstört, ich werde so getötet. Das sind die Schattenjäger hier, die roten. Habe ich falsche Pfeile hergestellt, eben ich Idiot? Ja, ja, ich habe für die... Ja, gut, ist egal. Also, passt ja, ich habe nicht für die Armbrust, ich habe für die andere Hänge hergestellt. Langsam gehen mir die Federn aus hier. Lad doch nach. Eine Sporker-Karte. Ich weiß genau, wer danach sucht. Habe ich eine? Ist geschafft, oder? Eine habe ich. Wunderbar. Boah. Okay. Na, durch die Armbrust war es okay. Ich glaube, da reingehen zu schlitzen, zu ritzen wäre zu riskant. Nein, nicht gerade. Oh Mann! Looten. Einfach nachts in der Dark Zone überlebt. Yo. Mein Tücher, was läuft, was läuft? Ich war gerade nachts in der Dark Zone, ey, Alter. Geschützt habe ich. Aber da ich mittlerweile ja schon Schattenjäger per Du bin, passt es ja. Halt wie immer, das freut mich. Hier auch. Super viele Leute. Chat-Aktivität ist genial. Ich bin im Spiel. Ich habe eine Menge Spaß und es ist ultra geil. Heute schon einige Spiele noch angeschaut, wo ich Bock hätte zu zocken. Da ich mich ja ins Story-Genre reingegeben habe. Es ist halt Open World, also haben wir einfach... bleibt nichts mehr, also ne, also ist halt einfach so viel noch offen hier. Aber heute hätte ich Bock auf ein Prügelspiel. Einfach nur prügeln. Moin. Track Yali. Hm? Nee. Also übertreibt man nicht hier, Tichonia. Übertreibt man nicht hier. Noch nicht. Pimli ist auch schon da, hat mir viele Geschichten erzählt heute. Der ist auch super aktiv. Das ist einfach einfach heftig. So muss das sein hier. Ich freue mich. So muss das sein. Nehme hier Tag 9 auf. War wie immer schon fleißig heute. So. Wie? Darf ich einfach... Da ist doch hier jemand. Ist für mich bis jetzt das beste Spiel 2022. Da wird, glaube ich, auch nicht so schnell was rankommen hier. Sehr, sehr geiles Spiel. Ultra. Sagt ihr, wie es ist. Ich habe mich...
riesig drauf gefreut und ich bin nicht enttäuscht. Und es wird von Tag zu Tag immer besser. Mehr Fähigkeiten freischalten, mehr Bewegungen, mehr rumspringen mit dem Haken, mit dem Gleitschirm. Ultra geil. Ich sag's dir, krasse Scheiße. Und ich begeister mich selten für Spiele. Begeister ich mich selten für Spiele. Muss ich sagen. Ich bin da nicht sehr, sehr kritisch, was das Ganze angeht und. Aber das ist echt gut. Das ist echt gut. Es gibt einfach zu viele Spiele, wo die Leute hinterherlaufen, aber bei dem kann sie es ruhig machen. Ich bin noch dabei am Suchten. Und ja, ich mache halt so 2-3 Main-Quests, dann mache ich 2-3-4 Side-Quests, tu ein bisschen Airdrops farmen, tu meine Sachen upgraden, tu ein bisschen Militärsachen, also immer her, ein bisschen was. Ich ziehe nicht die Story komplett durch, sondern ich mache immer so, ich reagiere dann auf die Welt, hab hier ein bisschen Bock, da ein bisschen Bock. Jetzt tue ich gerade dem einen seine Karten holen, seine Vermittlungskarte mit der Heiratsvermittlung, ja. Hier, hat er. Perfekt, alle die Karten. Jetzt kriege ich meine eigene Sparker-Karte. Und die Mobilität in dem Spiel und generell das Ganze einfach sehr geil. Und keine Ahnung, wann ich hier durch sein werde. Ich werde jetzt jeden Tag ein bisschen spielen. Habe auch 2-3 Tage mal kurz Pause gemacht, weil ich Forbidden West gezockt habe gleichzeitig. Jetzt switche ich halt hin und her. Krass, hier ist ein Ding. Hier ist ein Airdrop oder was? Yo, hier war ich noch nie. Okay, war ich ja noch nie. Ich muss nur noch meine Taschenlampe upgraden. Gestern erst den Ding bekommen hier, den Enterhaken da. Ultra krass. Jetzt zufällig das entdeckt, oder wie? Ist aber nicht ganz so gut mit gelben Sachen, findest du dann nicht so viele ohne gelb machen. Ja, das ist das Gute. Das ist super, dass ich auch ohne gelbe Sachen überleben kann, Tycho. Zum Glück, imagine, nur gelbe Sachen, main. Schauen wir mal. Das heißt, wir können immer mal wieder reinschauen, oder was? Alle paar Jährchen. Oder alle paar Minuten. Jo. Na klar, super geflogen, sag ich dir, main. Hier war doch gerade irgendein Fragezeichen. Was war das denn? Es ist doof, wenn ich denn in einer Zone drin bin, sehe ich nicht mehr, wo ich genau hin muss. Gestern in der Peacekeeper Station da beim Missy da bin ich rumgelaufen, weil ich nicht gewusst habe, wo die Quests sind. Weil es mir ganz viele Quests angezeigt hat, aber nicht genau wo. Mal kurz noch schauen. Ich würde gerne das Fragezeichen ausdecken. Ich bin heute innerhalb von 5 Minuten, glaube ich, 4 Mal gestorben. Was ist das hier? Schau mal, 29 Meter. Was ist das genau? Ich springe jetzt mal so runter einfach. Okay, das Fragezeichen ist dann weg. Was ist das hier? Vielleicht hier runter einfach? Hallo? Jetzt ist es 17 Meter nach oben, hä? Was ist das? Da drin oder was? Nee. Ich war doch hier drin schon.
verstehe das nicht, dieses Fragezeichen. Gestern schon ein paar nicht verstanden. Ach stimmt, ich vergesse es komplett, hast du mir schon ein paar Mal gesagt, hier Tycho. Genau, Fernglas. Okay, okay, wird gemacht. Dann deckt das eh auf, dann muss ich ja gar nicht hingehen. Muss man das Fragezeichen wieder kriegen? Jetzt hat. Keine Ahnung. Das ist bestimmt verbuggt, weil ich es schon aufgedeckt habe hier alles. Konnte einige Fragezeichen nicht aufdecken. Irgendwie. Naja. Ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so tragisch. Ja, ja, es kommt auf jeden Fall mehr von dem Spiel. Bei Teil 1 kam ja auch ultra viel. Im ersten Teil habe ich halt nur den normalen Teil gezockt. Das am Anfang kam dann nicht mehr, weil es halt einfach verboten war. Und ohne Stream hatte ich auch keinen Bock. Jetzt hier. Yo. Wollen da wieder welche bei ein bisschen Ärger oder was? Bisschen verwirrt, weil der Haken auch immer da ist. Das ist dann irgendwie so ein zweites Fahnenkreuz, was du gar nicht beachten sollst. Ich glaube, es dauert noch lang, bis ich es durch. Wir haben noch ein paar Folgen hier. Also ich hätte heute so wirklich Bock. Ich habe heute geschaut, so Top 20, was auf PS4, PS5 oder PC noch so rauskommt oder sowas. Und kenne ich ja das meiste. Aber ich hab manchmal auch so Bock auf Beat'em-up-Games wie Street Fighter oder sowas. Und es kam King of Fighters 15 raus. Noch nie gezockt sowas. Neben Street Fighter habe ich noch nie ein Fighting-Game akzeptiert. Und das mit Sifu war ja jetzt was anderes. Und ja, ist halt heftig. Aber mal rumprügeln wäre schon cool bei 10 Minuten. Ich habe deine gefälschten Karten gefunden. So, zeig mir, wie ich auf der Karte aussehe. Let's go. Wie der Prinz, der du bist. Show me your card, please. Hier ist deine Sparker-Card. Sieh sie dir an. Komm später wieder, wenn du die Leute treffen willst, denen dein Sparker-Profil gefallen hat. Lol. Heiler zur Mitte abgeschlossen. Sehr geil. Ab zu Veronica. Des Mannes, der nach dem Märzmassaker anordnete, den Zivilbesitz einzuziehen. Ich brauch Federn. Federn gehen wir langsam aus hier. Ich hab nie geglaubt, dass du ein Eifer erhältst. Vielleicht kann ich ja von hier. Schau auf das Fragezeichen. Nee. Ey, jetzt ist er nicht gesprungen. Also heute habe ich es aber mit dem Sterben. So. Ab zu Veronica! Geronimo, also ist das gleiche eigentlich.
nicht die hohe Kirche, wo der eine Boss da war? Oh, ich muss da gar nicht so hoch. Ist da nicht auch der Airdrop irgendwo? Nee, oder? Ja, dann gehe ich ja wieder runter, Entschuldigung. Ist so hoch bin, also ich meine. Man gönnt sich ja sonst nichts, wa? Ja, dann halt ganz runter. Ja, ist ja gut jetzt. Hier ein bisschen drehen habe ich Bock. Okay, da komme ich nicht rein. Was ist denn dieser scheiß Eingang hier? Gibt es überhaupt einen Eingang hier? Ist es einfach nur schwer hier reinzukommen? Was? Verstehe ich gerade nicht. Hier ist der Haupteingang. Ich wollte nicht auf die wechseln. Bis ich auf die wechsel, dauert Stunden lang. Ja, hier, komm. Zeit aktualisiert. Durchsuchen Sie den Bazar. Finden Sie Veronica Ryan. Nachdem ich James Ryan gefunden habe, finde ich auch Veronica Ryan. Kein Problem. Achso, das ist das Fragezeichen von vorher. Hier ist was. Eine Notiz habe ich hier. Was ist, oder was ist hier? Wer ist hier? Notiz? Da ist sie doch. Servus, grüß dich. Vero, was ist los? Hey, Sophie! Sonst ist Sophie! Oh, oh, Zombie, oder? Wie ich. Du. Und die Peacekeeper. Deine Freunde. Sie haben den Bazar angegriffen. Oh. Die meisten von uns sind bei dem Versuch gestorben, ihn zu schützen. Ist das der Bazar von Anfang? Hab ich doch gesagt. Wow. Ich sagte ja, dass sie Mörder seien. Oi. All ihre leeren Versprechungen, dass sie Frieden wollten. Und sie... Was sie mit dem Bazar gemacht haben. Mein Zuhause. Sieht das für dich nach Frieden aus, Aiden? Ich habe so viele Jahre geackert. Ich habe so viele Jahre gekämpft. Warum bist du überhaupt hergekommen? Ich suche Dr. Veronica Ryan. Nun, da hast du aber mal verdammtes Glück gehabt. Sie hat nämlich überlebt. Wo ist sie jetzt? Warum sollte ich dir das erzählen? Sophie, ich habe diesen Krieg nicht angefangen. Ich habe versucht, dich zu warnen. Weißt du was? Okay. Ryan, dieses Miststück, hat den PKs früher mal geholfen. Meinte, sie seien Leute wie du und ich. Das sind sie aber nicht. Aber wie ich dich kenne, wirst du ihr so oder so den Tod bringen. Was gut ist, das wünsche ich ihr nämlich. Soweit ich weiß, gibt es auch ein paar Abtrünnige, die versuchen, sie auszuschalten. Laut meiner letzten Info, ja, praktisch. Versteckt sie sich in einem Gebäude nördlich von Quarry End. Okay. In der Courtesan Row Street. Danke. Ja, ja, bitte. Geh mir aus den Augen. Aus den Augen hier. Du elender Dreckskerl. Du Drecksack. Tut mir leid, Mutter. So viel Arbeit. Mensch, das ist der Song für Sophie gar nicht angekommen. Arbeit. Menno, 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 Menno. Daram, 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 dam, dam. Daram, 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 dam, dam. Einfach mit den Rebellion der Maschinen mitspielen, sagst du, Tycho? So. Pimli hat mir erzählt, er freut sich schon auf die Zucht heute, hat ganz viel vor, möchte zwei, drei Bosse machen, einige Dungeons vorher. Pimli Main heute, sagst du? Ja, ist auch vernünftig hier. Du schwächelst. Also du hast mich extrem enttäuscht, Kappa. Nee, hat er nicht. Er hat nur Hallo gesagt und fertig. Hat er nicht.
Außerdem ist Ark nie fertig, je nachdem, was man sich da, was man da plant hier. Wie ist das passiert? Oh. Hast du ihm das Erlebnis genommen von Gen 2 Shadow Man zu zähmen oder was? Was Harvey mir erzählt hat, geht es so. Das ist doch frech. Das ist ja frech. Mit dem Basket und sowas? Den darf ich gar nicht töten, scheiße. Entschuldigung. Ich darf dich nicht töten, ich hab's vergessen. LOL. Imagine, man spielt das Spiel ungeschnitten. Das? Nee, das ist gar nicht den. Der andere hat damit nichts zu tun gehabt. Danke. Sie hat mich fast getötet. Du hast dir das ja, ich, natürlich gerne. Also, ich meine, kein Problem. Leute wieder hinbekommt. Echt unheimlich. Tut mir leid, bin beschäftigt. Wo ist denn das mit dem Ausrufezeichen jetzt? Ich dachte, so. Ich würde hier sterben. Und zack, tell me a story. Let's go. Bist du wegen der Sparker-Karte hier? Sparker-Karte hier. Wonach suchst du Sparker? Ja, Sparker. Hm? Was meinst du damit? Naja, weißt schon, manche Leute kommen nur wegen einer Sache hierher. Bumserino, man. Bumserino hier. Ich suche nicht die große Liebe. Ich bin mit meinem Kopf gerade ganz woanders. Genau. Ich suche nicht unbedingt nach der großen Liebe. Gut. Main, ich auch nicht. Na dann, let's go. Oh, also, darf ich dich auf einen Drink einladen? Ja! Klar, sag mal, hättest du was dagegen, ab und zu auf meinen Mo aufzupassen? Oh. Mein Sohn? Warte mal, was? Was? Würdest du nicht gern Zeit mit ihm verbringen? 13-Jährige sind echt toll. Das beste Alter eigentlich. Du könntest ihm ein paar Parkour-Tricks zeigen, ein bisschen Kampfsport. Weißt du, Mo könnte eine Vaterfigur gut brauchen. Warte mal, du bist bei Sparker, weil du einen Babysitter suchst? Er ist kein Baby. Hast du nicht zugehört? Ich hab doch gesagt, ich hab einen Job auf einer Farm. Also, wie wär's mit einem Beutel Kartoffeln pro Stunde? Also, du hast bestimmt einen tollen Jungen und ich würde dir auch gerne helfen, aber bei mir ist einfach gerade zu viel los, okay? Klar, Aiden. Schon kapiert. Viel Glück bei all dem. Okay, deswegen bin ich jetzt hierher. Okay, hat sich gelohnt. Ob ich als Babysitter fungiere oder nicht, seht ihr in dieser Folge aber nicht mehr. Deswegen kommen wir hier zum Ende. Tag 9, Folge 3. Das war's. Kommentieren, liken, Glocke und so weiter. Ganzen Geschmarre hier. Dankeschön. Bis zur nächsten Folge.